Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine ganz neue Box hier auf dem Kanal und zwar geht es um die Fairy Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Achtsamkeitsbox reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Fairy Box Team hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich Bock habe, ja, die Achtsamkeitsbox vorzustellen. Die gibt es jetzt aktuell zu kaufen für 24,90 Euro. Sie soll einen Warenwert von über 80 Euro beinhalten und also zuzüglich Versand ist es dann auch immer bei denen tatsächlich. Und ja, da habe ich ja gesagt. Und ich darf auch tatsächlich ab Januar eine Box dann immer vorstellen, die monatlich erscheint. Finde ich total cool. Die monatlichen Abo-Boxen kosten 19,90 Euro, glaube ich, ne, pro Box. Und zuzüglich Versand. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Und ja, Fairy Box ist so eine ganz spezielle Box, die sehr limitiert immer ist. Also man muss sich auch immer irgendwie auf eine Warteliste schreiben lassen, wenn man Bock auf die Box hat. Und ja, die Achtsamkeitsbox darf ich jetzt tatsächlich auch einmal verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich von dem Fairy Box Team angeschrieben worden bin, denn ich sehe öfters auch mal Unboxings bei, ich glaube, Alina. Die hat da auch schon die ein oder andere Box vorgestellt, also Alina Jasmin. Und ja, da bin ich auch immer ziemlich geflasht von. Damals hat Franka's Favorites auch öfters mal die Fairy Box vorgestellt. Und jetzt habe ich tatsächlich meine erste eigene Fairy Box hier. Ich bin gespannt, was hier drin sein wird in dieser Spezialbox und ich glaube, das Video wird jetzt auch so um die Weihnachtszeit herum hochgeladen werden. Also das Fairy Box Team wünscht dann auch frohe Weihnachten tatsächlich, damit das halt eine Box verlost werden darf. Ich habe hier auch noch so ein Kärtchen mitbekommen. Ich habe das eben auch meinem Freund gezeigt und gesagt, Euchen, das ist so süß, wenn man so ein Kärtchen dabei hat, ne? Wo dann auch handgeschrieben was draufsteht. Liebe Claudi, wir danken dir von Herzen für deine Arbeit und freuen uns auf dein Unboxing. Und dann Herzchen dabei. Die haben noch gar nicht das Video gesehen und bedanken sich jetzt schon. Voll geil. Liebe Grüße, Sophie und das Fairy Box Team. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sophie. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt in der Achtsamkeitsbox drin ist. Hier ist auch immer ein Heftchen einfach so mit dran gemacht. Finde ich total süß. Das hält dann hier auch oben die Box zusammen. Voll geil. Ich feiere das. Genau, für eine Auszeit zwischendurch eignet sich eine Teezeremonie. Das sind die Produkte aufgeführt hier mit den ganzen Preisen auch dabei. Ach, guck mal, 100% Recyclingpapier mit veganer Biodruckfarbe, Pflanzenölbasis bedruckt. Cool. Und hier ist so ein kleines... Liebe Grüße gehen raus an die liebe Jasmin übrigens. Hier ist auch so ein kleines Intro, sage ich mal, dazu. Achtsamkeit bedeutet, dass du mit deinem Geist und mit deinem Bewusstsein wirklich dort bist, wo du gerade bist. Achtsamkeit ist nicht immer einfach. Schnell bleiben wir nicht bei einer Sache, sondern checken Social Media, lesen Mails und denken schon einmal innerlich an die To-Do-Liste. Achtsamkeit ist eine Form der Aufmerksamkeit, die sich auf den Moment bezieht und nicht wertet. Mit dieser Fairy Box, der Achtsamkeitsbox, möchten wir dich inspirieren, achtsam in den Tag zu starten, alles, was du tust, bewusst wahrzunehmen und aktiv in dich hineinzuspüren. Versuche deine Gedanken immer wieder auf das zu fokussieren, was du gerade tust. Damit kannst du schon bei der morgendlichen Dusche beginnen. Die Haut ist in Verbindung mit dem, ist die Verbindung zum Nervensystem und damit zu unserem Wohlbefinden. Du spürst den direkten Draht zwischen Haut und Seele mit einer energetisierenden Dusche. Und dann wird ein Duschgel vorgestellt. Okay, dann gucken wir gleich einfach mal auch die Produkte durch. Und ja, es stimmt dich definitiv. Ich bin sehr unachtsam mit mir selber, das merke ich immer wieder. Ich habe immer so 20 Sachen gleichzeitig, die ich bearbeite, die ich mache, mit den Leuten, die ich schreibe oder rede oder wie auch immer. Und ich vergesse es immer wieder, mich dann zu fokussieren und ich verpasse diesen Moment sehr häufig. Und ich versuche dann öfters mal zu meditieren, vielleicht auch mal ein bisschen Yoga oder sowas zu machen, wobei mein Yoga-Machen tatsächlich eigentlich bislang nur bedeutet hat, dass ich meine Yogamatte ausgerollt habe, mich auf die Yogamatte im Schneidersitz hingesetzt habe, die Augen geschlossen habe und so ein bisschen einfach in mich hineingehört habe, also quasi Meditation. Ist meistens damit geendet, dass ich einfach geheult habe. Tatsächlich. Und das ist schon eigentlich ein Anzeichen dafür, dass ich das mal öfter machen sollte, um irgendwie so ein bisschen mehr auf mich selber zu achten. Das ist wohl wahr. Und hier haben wir auch das kleine Vögelchen, was auch in dem Logo von der Fairy Box mit aufgeführt ist. Und dann gucken wir einfach mal in die Box hinein. Und haben zuallererst hier ein bisschen rosa Papier. Das war ein Reim. Und sowas bewahre ich auch immer auf. Oh mein Gott, hier kommt ein Duft raus.
so ein bisschen sandelholzig und ich glaube, das hier ist dafür verantwortlich, ne? Kadi, Räucherstäbchen, ayurvedische Räucherstäbchen, Art of Healing. Ja, ich kann solche Räucherstäbchen leider nicht wirklich bei uns anhaben, weil ich davon Kopfschmerzen habe und Sammy dann das Weite sucht. Der liegt hier gerade hinter meinem Stuhl, falls ihr euch fragt, wo der gerade ist. Er legt sich am liebsten hinter die Stühle, auf denen Fräuchen sitzt. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Sind per se ganz cool, weil die ja auch so eine Entspannungsgeschichte geben, diese Stäbchen, ne? Ich persönlich mag lieber halt so eine Duftlampe anzumachen oder halt die Wachse von Miss Curly Wax zu nehmen, in meinen Meltwarmer zu packen und dann halt dort den Duft halt zu haben, der etwas subtiler ist. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu intensiv, obwohl wir bei uns in der Wohnung oder im Haus alles relativ offen haben und die Düfte auch die Möglichkeit haben, sich zu verteilen, ist mir das zu intensiv. Ich bin aber auch Kopfschmerzpatientin quasi, ne? Dann habe ich hier was drin. Ja, das hatte ich jetzt letztens schon mal auch in einer anderen Box mit dabei. Von Yumi My Natural Cosmetics, eine Hand Cream Night Huang Qi Lemongrass. Und hier haben wir drin 40 Milliliter. Das ist so eine Glasflasche hier unten tatsächlich. Dann haben wir hier einen Holzring und da oben haben wir dann einen Pumper. Und damit kann man sich die Handcreme dann rauspumpen. Die ist ein bisschen reichhaltiger und halt perfekt für die Nacht geeignet. Steht bei mir tatsächlich auch gerade am Bett. Und ich finde es schön, dass sie auch jetzt hier in der Box mit drin ist, weil dann habe ich ein Backup. Finde ich gut. Dann habe ich hier ein großes Produkt drin. Und das ist das Duschgel, was eben schon angeteasert worden ist. Von Green Shades of Nature Shower Gel Sensitive. Sensitive kann ich gut gebrauchen. Für empfindliche Haut mit Alge und Meersalz. Pure Elements 200 Milliliter. Das dürfte ja auch eine Originalgröße sein. Und ich weiß nicht, ich denke, dass sowas ja auch sehr unisex ist. Bei dem Salz bin ich ein bisschen, habe ich Angst, wenn ich mich rasiert habe und dann Salz auf meinen Körper gebe. Ich glaube, das brennt wie Feuer, ne? Aber wir riechen mal dran. Es riecht sehr aquatisch, frisch, sehr angenehm. Und auch sehr natürlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass meinem Freund das gefallen könnte, wobei der relativ viel Duschgel hat. Ist halt ein Unisex-Produkt, ne? Aber ich find's cool. Tatsächlich, so ein Duschgel kannst du gut gebrauchen, ne? Und unter der Dusche ist auch für mich immer der Moment, wo ich auch, wenn ich achtsam sein möchte, achtsam bin und auch wirklich sehr fokussiert bin. Und da auch mir einfach den Moment der Ruhe gönne. Also für mich generell Badezimmer, abends die eine Stunde, die ich mir da gönne im Bad halt, ne? Mit Duschen, Eincremen, Masken machen und so. Das ist mein Moment der Ruhe des Tages und das brauche ich auch. Hier haben wir noch einen Flyer von Yumi Mai mit dabei. Das war ein Reim und da steht einfach noch ein bisschen infomäßig was mit dran. Dann Aloha Senses Natural Perfumes haben wir hier noch ein bisschen was mit dabei. Also da scheint auch irgendwas von Aloha Senses mit hier drin zu sein. Ja, einfach ein Flyer. Dann gucke ich mal weiter. Hier habe ich von Oceanwell glättende Augencreme. Sehr cool. Maritime Naturkosmetik. Oh, das ist super. Ich mag Meereskosmetik. 10 Milliliter haben wir hier drin. Denn Meereskosmetik ist für meine sehr sensible Haut halt immer sehr, sehr, sehr gut geeignet. Und gerade die Augenpartie ist bei mir immer sehr empfindlich. Da funktioniert nicht alles, ne? Das ist so ein kleiner Flakon. Und das kommt auf jeden Fall zu meinen Backups, dass ich das mal ausprobiere. Ich glaube auch Oceanwell hatte ich schon mal irgendwie in irgendeiner Box auch mit drin. Die Wirkstoffkosmetik aus dem Meer, das hört sich sehr positiv an. Und auch, dass es glättend sein soll, ne? Finde ich super. Save the Ocean. Ja, rettet die Meere, Leute. Das ist so wichtig. Das wäre so traurig, wenn die Meere nicht mehr so schön sein wären, würden. Von BioLady habe ich Crema Corpo. Was? Moisturizing Body Cream mit Kamille ist das. Mhm. Okay, 50 Milliliter, auch Kamille, ne? Hat eine sehr beruhigende Wirkung. Wenn man zum Beispiel so eine innere Unruhe hat, kann man auch einfach mal einen Kamillentee trinken. Kamillentee heißt nicht immer, dass du es trinken musst, wenn du krank bist. Es hilft halt auch so ein bisschen runterzukommen, also mir persönlich tatsächlich. Ja, das riecht halt nach Kamille, ne? Jo. Ist auf jeden Fall was fürs Abends. Für abends eincremen, genau. Das mache ich immer sehr gerne. Also abends dusche ich mich, abends creme ich mich ein. Wie gesagt, abends ist mein Moment der Ruhe. Und dann habe ich hier das nächste drin. Dabba Organics Wild Raspberry, also Himbeere, Leaf Water, Balancing Toner for Normal and Combination Skin. Ich habe trockene Haut. 30 Milliliter und das ist ein Sprühtoner. Sprühtoner sind eine so tolle Erfindung. Das ist Glas hier unten auch. Das ist auch wirklich ein Spray. Und damit kannst du halt super schnell dein Gesicht tonisieren, nachdem du dein Gesicht gereinigt hast und bevor du dir die Pflege aufgibst, um dem Gesicht halt zu sagen, chill dich, liebes Gesicht, wo wir wieder bei Achtsamkeit sind. Gleich kommt Pflege, sei nicht aufgeregt, ne?
Total klasse. 99% natürlich ist das auch noch. Also das finde ich super. Muss man halt nur relativ schnell aufbrauchen, aber da ist ja auch nicht so ultra viel drin. Damit hatte ich jetzt hier gesagt, wie viel hier drin sind. 30 Milliliter genau, weil das darf nur 4 Monate offen sein. Aber das kriegt man eigentlich ganz schnell hin. Dann habe ich hier das Aloha Senses Sternstaub, Lavendel und Weißtanne Spray für Aura und Sinne. 100% Natural Body Spray haben wir hier drin. 30 Milliliter. Auch hier wieder so eine Milchglasgeschichte oben, so ein Holzdeckel. Und sowas gibt man sich dann einfach auf den Körper. Um da nochmal, im Sommer kann ich mir das, also im Sommer ist sowas schön, weil das so kühlend dann ist. Und du riechst wirklich wie ein Baum. Wie geil. Oh, und sowas kann ich mir auch vorstellen als Körperspray oder auch als Kissenspray, weil hier ja auch dieses Lavendelgedöns mit dabei ist. Ne? Lavendel und Weißtanne ist für mich eigentlich noch besser als hier Kissenspray geeignet als Körperspray, weil Körpersprays verwende ich so wenig. Wirklich, da bin ich echt faul mit. Aber als Kissenspray werde ich das aufbrauchen. Richtig cool. Mag ich. Bin ja auch so ein Mega-Fan von dem Deep Sleep Pillow Spray von This Works. Ne? Also dementsprechend. Da haben sie in Schwarze getroffen. Und dann haben wir hier auch noch Brennnessel, Zitrone. Eine Kräuterteemischung. Herb, spritzig. Dieser Tee tut gut. Feinste Bio-Qualität. Mensch, das ist ja echt cool. 30 Gramm haben wir hier drin. Und jetzt ist ja auch die Teezeit, ne? Ich trinke unfassbar gerne Tee jetzt gerade. Wenn ich abends so mich irgendwie noch so auf die Couch lege oder wenn ich am Laptop sitze und Videos schneide oder sonst irgendwas da mache, ne? Ich habe da gerade so ein kleines Projekt am Laufen, Leute. Dann trinke ich mir gerne dabei einen Tee. Und das ist so beruhigend und so angenehm, mag ich so gerne. Und deswegen passt das für mich gerade. Und Brennnessel-Zitrone hört sich auch sehr, sehr lecker an. Dann hast du so ein bisschen was Kräuteriges, aber auch nicht zu kräuterig mit dabei. Und dann noch so ein bisschen dieses Zitronige, um diese Frische mit reinzubringen. Und das finde ich ja cool. Das wird auf jeden Fall ausgetestet. Das riecht jetzt einfach nur nach den Duftstäbchen, um ehrlich zu sein. dann habe ich hier noch einen weiteren Flyer von Dava mit dabei. Und noch einen Flyer von Oceanwell habe ich auch noch mit dabei. Ja gut, die weiß ich nicht, ob man die jetzt in der Box so mit drin hätte haben müssen, ne? Aber gut, ansonsten haben wir keine andere Werbung mit in diesem in der Box mit dabei. Und die ist jetzt leer. Aber eine schöne Geschenkbox übrigens, muss ich auch dazu sagen. Ich fand die Box sehr schön gestaltet und sie macht auch wirklich dieses Gefühl von Claudinchen, chill dich, trink dir einen Tee, vielleicht so ein bisschen Pflegeroutine und nachher, wenn du ins Bett gehst, machst du dein Kissenspray drüber und alles ist tutti frutti. Also so animiert mich das tatsächlich und eben wegen dieser Pflegegeschichte, das ist so, passt für mich einfach wie Arsch auf Eimer, weil ich das tatsächlich auch genauso handhabe. Für mich ist Pflege, Skincare, Bodycare das, was ich halt benutze, um eben meine Achtsamkeitsgeschichte zu machen, um meine Chillness zu machen, um meine innere Mitte zu finden, könnte man fast schon dazu sagen. Und mir gefällt der Inhalt auch, ne? Es sind brauchbare Produkte. Ich denke, der Wert, haben die, glaube ich, gesagt, ne? 80 Euro oder sowas, ja. Wird jetzt nicht so mega hoch sein, wie das sonst bei manchen Boxen der Fall ist, dass die dann ein Produkt reinpacken, was irgendwie einen krass hohen Wert auf einmal hat, sondern dass wir hier einfach eine gute Mischung an Produkten haben, die man auch gut verwenden kann und das gefällt mir. Gut, die Räucherstäbchen sind für mich ein bisschen drüber, aber das gehört irgendwie auch mit dazu. Mir hat's gefallen und ich freue mich drauf, dass ich ab Januar eine wundervolle Kooperation mit der Fairybox haben werde, Leute. Denkt auf jeden Fall dran. In diesem Video gibt es auch eine dieser Achtsamkeitsboxen zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!